des Vermögens. Es spricht aus meiner Sicht weder vom Risiko noch von den Renditen her etwas dagegen, auch den absoluten Schwerpunkt bei Nebenwerten zu setzen. Und damit wieder einmal hallo und herzlich willkommen zu Mike Rückert im Fragenhagel. Mein Name ist Markus Schuld und mit mir ist hier wieder Mike Rückert, der Autor und Chefanalyst des Börsenbriefs Nebenwerte Insider, den er seit 8 Jahren schreibt. Mike, du sagst, dein erklärtes Ziel ist es, Privatanlegern zu Wohlstand zu verhelfen. Das finde ich eine noble Sache, aber ich würde gern mehr über deine Strategie im Nebenwerte Insider erfahren. Und da ist natürlich als erstes die Frage, wie viel Kapital brauche ich, wenn ich anfange, in Nebenwerte zu investieren? Ja, das geht schon mit relativ kleinen Beträgen, funktioniert das schon. Aber man sollte ja auch in dem Bereich, wie grundsätzlich an der Börse, nie immer alles Geld auf eine Karte setzen, sondern streuen. Und wenn man das berücksichtigt, dann denke ich mal, ist ein mittlerer, vierstelliger Betrag eigentlich eine ideale Ausgangsbasis, ne? Um genügend Chancen nutzen zu können und eben, wie gesagt, nicht alles Geld auf eine Karte setzen zu müssen. Nebenwerte Insider klingt so ein bisschen so, als ob da der Hauptfokus drauf liegt. Wie ist das? Muss ich dann 100% Nebenwerte im Depot haben oder geht es auch, dass ich deine Empfehlung als Beimischung nutze? Na, das hängt, glaube ich, ein bisschen von der Größe des Depots auch ab. Wenn man ein größeres Volumen zur Verfügung hat, dann kann man natürlich auch mehrere sinnvolle Strategien nebeneinander fahren. Ich persönlich habe einen Anteil von weit über 50% in meinem persönlichen Depot, was Nebenwerte angeht. Das ist mein Schwerpunkt. Dann habe ich noch 2 Satellitenstrategien. Aber wie gesagt, das ist eine Frage des Vermögens. Es spricht aus meiner Sicht weder vom Risiko noch von den Renditen her etwas dagegen, auch den absoluten Schwerpunkt bei Nebenwerten zu setzen. 50% Nebenwerte in deinem Depot. Wie bist du bei Nebenwerten diversifiziert? Über Branchen oder über Länder? Beides. Das ergibt sich letztendlich natürlich vor allen Dingen aus der Einzeltitelauswahl. Im Regelfall ist es mindestens ein halbes Dutzend Branchen, in denen ich investiert bin. Ich investiere nicht gleichzeitig in alle Branchen. Das liegt einfach daran, dass es auch immer Branchen gibt, die mal zeitweise aus konjunkturellen Gründen nicht laufen. Ich bin auch über Länder diversifiziert, aber mit einem klaren Schwerpunkt, nämlich im deutschsprachigen Raum. Und wie priorisierst du da in der Diversifikation? Das hängt von der Attraktivität, das ergibt sich quasi aus der Einzeltitelauswahl an sich. Mir ist das letztendlich nicht so wichtig, ob das Unternehmen, was halt chancenreich ist, jetzt sag mal in Österreich oder in Deutschland oder in den USA beheimatet ist. Das ergibt sich letztendlich daraus aus der Attraktivität des Unternehmens an sich. Wie ist das mit den Nebenwerten, die du empfiehlst? Sind das die Nebenwerte, die du im Portfolio hast? Also wenn ich deinen Empfehlungen folge, handle ich im Prinzip, zeichne ich das nach, was du im Portfolio hast? Genau, also ich investiere ausschließlich in die Empfehlungen, die ich auch selbst meinen Lesern mitteile. Ich zeige das auch ab und zu in Live-Webinaren meine persönlichen Depots, ne, und mit den Wertentwicklungen der einzelnen Werte und so weiter. Ne, das sehen die letztendlich von jedem einzelnen Depot bei mir live. Genau, und das ist halt, wie gesagt, das ist mein Bestreben, letztendlich keine Empfehlungen herauszugeben, in die ich nicht bereit bin, selbst zu investieren. Hast du denn momentan eine Lieblingsaktie? Vielleicht auch eine, die erschwinglich ist? Ich habe verschiedene Lieblingsaktien. Es fällt mir sehr schwer, da einer den Vorzug zu geben. Und eins hat mich die Börse auch gelehrt, man sollte sich nie in eine Aktie verlieben. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich natürlich mit einigen Megatrend-Geschichten, wie zum Beispiel Yellowcake, das ist eine Aktie aus dem Nebenwert Insider, die ich sehr mag, von denen ich noch viel erwarte. Und es gibt noch einige weitere. Aber ich versuche mich nicht nachhaltig zu verlieben. Also es ist anders als im normalen Leben. Yellowcake, warum ist das deine Lieblingsaktie? Einfach, weil ich glaube, dass das einer der Werte ist, der mit das beste Chance-Risiko-Verhältnis hat von den Werten, die jetzt im Moment in meinem Depot sind. Ich nehme also mit, ich soll mich nicht in Aktien verlieben, aber Passion darf es schon sein. Vielen Dank, Mike. Gerne, Markus.